Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Burg Wetterstein. Peppa und ihre Familie machen heute einen Ausflug. Peppa, Schorsch, wir fahren heute zur Burg Wetterstein. Was soll denn das sein, Papa? Das ist eine Burg auf einem hohen Hügel. Schorsch mag Burgen gern. Burg Wetterstein klingt wie eine öde Sache für Jungs. Nein, Peppa, bestimmt nicht. Man hat eine herrliche Aussicht von da oben. Man sieht sogar das Haus von Oma und Opa Wutz. Ui, dann nix wie los. Ich lese die Karte und Mama Wutz fährt. Meinst du wirklich, Papa Wutz? Wir verfahren uns dann doch nur und du wirst bestimmt grantig. Wir werden uns nicht verfahren und ich werde nicht grantig. Burg Wetterstein, wir kommen! Sind wir endlich mal da? Nicht ganz. Oh. Wollen wir vielleicht was spielen? Ja, bitte. Wir spielen, ich sehe was. Meinetwegen. Ich fang an. Papa Wutz sucht sich heimlich etwas aus und die anderen raten, was es ist. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das hat die Farbe rot. Rot? Mein Kleid, das ist rot. Nein, das meine ich nicht. Das Auto. Das stimmt. Unser Auto. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist blau. Das blaue Hemd von Schorsch. Nein. Ist es etwas im Auto? Nein. Soll ich? Ja. Der Himmel, der blaue Himmel. Gewonnen. Papa Wutz, weißt du, wo wir sind? Ich weiß genau, wo wir sind. Nur, dass diese Straße anders aussieht als auf der Karte hier. Oh, Papa Wutz, verfahren. Ach was, verfahren. Und wie finden wir den Weg zur Burg Wetterstein? Gleich hab ich's, Moment. Ich hab's, wir fragen Oma und Opa. Ach, wozu denn Oma und Opa? Ich find das, und wenn's den ganzen Tag dauert. Aber der Tag ist bald vorbei. Hallo, hier Opa Wutz. Was gibt's? Opa Wutz, wir haben uns auf dem Weg zur Burg Wetterstein verfahren. Liest Papa Wutz zufällig die Karte? Ja, Papa Wutz liest die Karte. Und gerade ist er ein kleines bisschen grantig. Ich bin nicht grantig. Am einfachsten ist es, wenn ihr der Hauptstraße folgt, bis ihr dann endlich die Burg auf dem Hügel seht. Danke, Opa Wutz. Wir folgen der Straße und halten nach der Burg Ausschau. Sag ich doch. Schaut, ist das die Burg? Ja, das ist Burg Wetterstein. Komm schon, Auto. Komm schon, Auto. Das schaffst du doch. Hurra! Peppa und ihre Familie haben Burg Wetterstein erreicht. Boah, ist die aber hoch. Wir gehen rein. Die Aussicht von oben ist fantastisch. Was für eine Aussicht. Mami, ist das Oma und Opas Haus? Ja, genau. Es ist so weit weg. Wollt ihr mal durchs Fernrohr schauen? Darf ich zuerst reinsehen? Und dann ist Schorsch an der Reihe. Boah. Durch das Fernglas sieht alles viel größer aus. Ich sehe Oma und Opa. Guck, Schorsch. Oma Wutz. Opa Wutz. Schorsch winkt Oma und Opa Wutz. Dummer Schorsch. Oma und Opa Wutz sind viel zu weit weg, um dich zu erkennen. Ich hab's, wir rufen an. Hallo? Opa Wutz, wir sind auf Burg Wetterstein und sehen euch. Winkt uns mal. Oma und Opa Wutz winken uns. Ich mag Burg Wetterstein. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Das Schulfest. Heute ist das große Schulfest. Peppa kann es kaum erwarten. Peppas Freunde sind schon da. Luzi Locke, Molly Mietze, Luisa Löffel, Klausi Kleff und Pedro Pony. Hallo, da bin ich. Hallo, Peppa.
Ich finde das Schulfest schön. Ich auch. Was ist am besten? Das Schminken. Ich mag die Ballons. Mir gefällt die Hüpfburg am besten. Ich mag einfach alles. Hoho, eine gute Wahl, Peppa. Dann bis später, Peppa. Ja, bis später. Schorsch, was magst du am liebsten? Sylvia. Oh je, hier gibt es leider keine Dinosaurier. Vielleicht finden wir einen Dinosaurierballon. Bist du sicher, dass es hier so etwas gibt, Papa Wutz? Ja, ganz bestimmt. Können Schorsch und ich uns erst einmal schminken lassen? Na klar. Frau Mümmel hat alle Freunde von Peppa als Tiger geschminkt. Schon fertig, Lucy. Jetzt siehst du wie ein Tiger aus. Dankeschön, Frau Mümmel. Boah, siehst du aber schön aus, Lucy. Bist du eine Katze? Nein, ich bin ein Tiger. Peppa, willst du, dass ich dich auch schminke? Au ja, ich wäre gern ein Elefant. Oh je, Elefanten kann ich nicht, aber Tiger kann ich. Ja, Tiger ist gut. Schon fertig, Peppa. Jetzt bist du ein Tiger. Toll, ein Tiger. Schorsch, was willst du gerne sein? Sylvia. Ein Saurier? Wie wär's mit einem Tigergesicht? Tiger kann ich gut. Ich bin ein Tiger. Bin ich auch? Miau. Tiger sagen nicht Wuff, Wuff. Was weißt du schon? Tiger sind eben Katzen. Miau. Genau wie ich. Molly, kannst du uns zeigen, wie Tiger sein geht? Okay. Tiger können sehr leise schleichen. Und dann schnapp. Tiger lecken sich gern mit ihrer Zunge ab. Und wenn Tiger sich freuen, machen sie so. Sie schnurren. Hallo Kinder. Oh, Schweineschreck. Ihr seid ja lauter Tiger. Und ich zeige Ihnen, was ein echter Tiger tut. Und was habt ihr kleinen Tiger danach vor? Sylvia. Stimmt ja. Wir müssen für Schorsch einen Dinosaurierballon finden. Alle bekommen einen Ballon. Hurra! Hallo, Madame Gazelle. Wir möchten Luftballons kaufen. Natürlich. Sucht euch welche aus, meine Kleinen. Kann ich den Elefantenballon haben? Bitte sehr, Peppa. Ich nehme das Känguru. Den Löwen, bitte. Den Affen, bitte. Den Papagei, bitte. Oho, oho, ja, ja, was ihr wollt. Und das Wichtigste ist, haben Sie auch einen Dinosaurierballon dabei? Oh je, ich fürchte, mit einem Dinosaurierballon kann ich nicht dienen. Oh. Sei nicht traurig. Ich habe eine Idee. Da nehme ich diese beiden langen Ballons. Alles mal hergucken. Was hat Papa Wutz mit den Ballons vor? So, wer von euch weiß, was das ist? Ist das ein Känguru? Hoho, nein. Es ist ein... Saurier. Das stimmt, ein Dinosaurier. Endlich hat Schorsch seinen Saurierballon. Saurier. Jetzt will ich zur Hüpfburg. Peppa liebt es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Alle lieben es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Das ist für immer das schönste Schulfest. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Gewitter. Es ist ein heißer, sonniger Tag. Peppa und Schorsch machen ein Picknick. Hier ist Orangensaft für dich, Teddy. Wie sagt man? Dankeschön, liebe Peppa. Oh, gern geschehen, lieber Teddy. So, und hier ist auch Orangensaft für dich, Sausia. Du musst jetzt Danke sagen. Oh, es war mir ein Vergnügen, Sausia. Möchte einer von euch vielleicht einen Keks kosten? Wir haben keinen Hunger. Peppa und Schorsch, ihr könnt die Kekse aufessen. Dankeschön, Teddy. Was war das für ein Geräusch?
Schorsch, schnell, kommt ins Haus! Mama, da hat was geknallt. Ja, das war Donner. Das heißt, dass gleich ein Gewitter kommt, mit viel Regen. Schnell, rein ins Haus, bevor es regnet. Keine Panik, der Regen ist noch ganz weit weg. Der Himmel wird immer dunkler. Gleich geht das Gewitter los. Peppa, Schorsch, habt ihr alle Spielsachen ins Haus gebracht? Peppa! Gut, der Dinosaurier ist in Sicherheit. Teddy! Ich hab Teddy vergessen. Er wird ganz nass. Keine Sorge, Peppa. Ich werde Teddy retten. Aber du musst dich beeilen. Es wird bestimmt gleich regnen. Ich kenne mich aus mit Gewitter. Ich hab noch viel Zeit. Na also, es regnet noch lange nicht. Armer Teddy, er ist ganz nass, guck. Ja, armer Teddy, wir trocknen ihn ab. Armer Teddy. Und schon ist dein Teddy wieder trocken. Hey, und was ist mit mir? Ich bin auch ganz nass. Oh, armer Papa. Schnell abtrocknen. Und schon bist du wieder warm und trocken. Oh. Jetzt ist der Regen drin. Es tropft auf den Boden. Oh je, was sollen wir tun, Papa Wutz? Kein Problem. Und schon hat Papa Wutz eine Lösung gefunden. Sehr gut, Papa Wutz. Baby-Eierleicht. Ey, was? Schnell, es muss unbedingt noch ein Behälter her. Sehr gut, Peppa. Baby-Eierleicht. Mama, der Donner donnert aber laut. Aber du musst keine Angst vor dem Gewitter haben. Kommt, wir zählen die Sekunden zwischen Blitz und Donner. Je später es donnert, desto weiter weg ist das Gewitter. Eins, zwei, drei. 3 Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 5 Sekunden. Das Gewitter verzieht sich schon. Und schon ist das Gewitter vorbei. Hurra! Nach dem Gewitter ist der ganze Garten voller Matschepfützen. Peppa liebt es, durch Matschepfützen zu springen. Alle lieben es, durch Matschepfützen zu springen. Ich mag Gewitter. Dann gibt's Matschepampe. Plitsch, platsch, plotsch, plitsch. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Im Kindergarten. Peppa und Schorsch gehen in den Kindergarten. Heute ist Schorschs erster Tag. Schorsch, freust du dich schon auf den Kindergarten? Papa, vielleicht ist Schorsch doch noch zu klein für meine Spielgruppe. Es wird schon gehen, Peppa. Du bist da und Sausia ist ja schließlich auch dabei. Sausia! Aber ich möchte auch mit den großen Kindern spielen. Nicht nur mit Schorsch und seinem Saurier. Oh je, Peppa möchte nicht mit Schorsch in eine Gruppe gehen. Endstation! Papa, bist du sicher, dass Schorsch groß genug ist? Er wird's schaffen. Na gut, wir gehen rein. Bis bald. Die Kindergärtnerin heißt Madame Gazelle. Hallo, das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Hallo, Schorsch. Nee.
Ich hätte auch gern einen Bruder wie Schorsch. Wirklich? Hallo, ich bin Klausi Kleff. Ist das ein Dinosaurier? Bloß ein Spielzeugsaurier. Sausia. Spitze. Sausia. Sausia. Ah, wirklich schaurig. Das ist echt spitze. Schorsch ist mein Bruder. Und er ist spitze. Peppa ist stolz auf ihren kleinen Bruder Schorsch. Wollen wir Schorsch zeigen, wie wir mit Wasserfarben malen? Schorsch ist nicht so gut im Malen. Vielleicht kannst du ihm helfen. Ja, ich male sehr gut. Ich könnte ihm eine Blume vormalen. Schorsch, heute werde ich dir beibringen, wie man eine Blume malt. Zuerst malst du mal einen Kreis. Nein, Schorsch, das ist die falsche Farbe. Nun malst du die Blütenblätter. Schorsch, so geht das nicht. Nun den Stiel und die Blätter. Sehr gut. Schorsch, du hast gar nicht zugehört. Na, was haben wir hier? Ein buntes Blümelein. Das ist sehr gut, Peppa. Und Schorsch hat einen Dinosaurier gemalt. Sausier. Spitze. Ich finde, die Bilder von Peppa und Schorsch sollten wir an die Wand hängen. Hurra! Peppa, du kannst wirklich stolz auf deine kleine Bruder sein. Ja, bin ich auch. Der Kindergarten ist zu Ende und die Eltern holen die Kinder ab. Kann Schorsch denn wohl wiederkommen? Ja, und er kann uns noch ein anderes schönes Bild malen. Und was malst du beim nächsten Mal, Schorsch? Sausia. Ein anderes Dinosaurierbild. Vielleicht kannst du uns da mal zeigen, wie man Dinosaurier malt. Spitze. Ja, spitze. Spitze. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Mama Wutz hat Geburtstag. Heute hat Mama Wutz Geburtstag. Papa Wutz bringt Mama Wutz das Frühstück ans Bett. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Peppa und Schorsch haben die Geburtstagskarte gemalt. Herzlichen Glückwunsch, Mami. Oh, was für eine schöne Geburtstagsüberraschung. Und es werden noch Überraschungen folgen. Genieße dein Geburtstagsfrühstück, nimm dir Zeit. Yum, yum. Schnell, wir haben noch viel zu tun. Papa Wutz hat für Mama Wutz einen Geburtstagskuchen gebacken. Jetzt schnell noch die Kerzen drauf. Eins, zwei. Ich komme. Mama Wutz ist mit ihrem Geburtstagsfrühstück fertig. Mama kommt runter. Oh nein, wir sind noch nicht fertig. Wer ist da? Ich bin's. Kann ich herein? Nein, nein. Ist etwas Geheimes im Gange? Nein, nichts ist im Gange. Du kannst nur nicht rein. Verstehe. Mama Wutz, mach es dir doch im Wohnzimmer gemütlich. Das klingt gut. Heute ist dein Geburtstag. Schon gut, Peppa. Ich weiß, wo das Wohnzimmer ist. Hier ist was Nettes zu lesen. Dankeschön, Peppa. Und hier noch ein bisschen Musik. Dankeschön, Peppa. Wir brauchen genau die passende Anzahl von Kerzen. Eins, zwei, drei. Oh je, wir haben nicht annähernd genug. Papa, wie alt wird Mama? Ich flüster es dir ins Ohr. Boah, so alt. Weißt du, ich finde, drei Kerzen sind genug. Der Geburtstagskuchen für Mama Wutz ist fertig. Hurra! Wir müssen jetzt nur noch schnell das Wohnzimmer schmücken. Hallo, Mami.
Ah, da seid ihr ja alle. Kann ich ein bisschen raus? Genau. Willst du nicht ein bisschen draußen spazieren gehen? Habe ich die Wahl? Nein. Bis bald, Mami. Geh schön spazieren. Wir rufen dich, wenn du wieder reinkommen kannst. Ich habe ganz vergessen, wie anstrengend so ein Geburtstag ist. Papa Wutz, Peppa und Schorsch schmücken das Wohnzimmer. Das macht Spaß. Oma und Opa Wutz kommen, um Mama Wutz zu gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Kommst du nicht mit uns rein? Oh, ich darf noch nicht. Papa Wutz, Peppa und Schorsch haben noch geheimnisvolle Dinge zu tun. Wie aufregend. Bis später. Tschüss. Mami, willst du nicht mal langsam hereinkommen? Ja, unbedingt. Schließ die Augen. Aber nicht heimlich blinzeln, Mama. Eins, zwei, drei, öffne die Augen. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Was für eine schöne Überraschung. Blas die Kerzen aus und wünsch dir etwas. Mami, Mami, pack dein Geschenk aus. Weißt du, was es ist? Nein, keinen Schimmer. Sieh schnell nach. Welch ein wunderschönes Kleid. Du bist wunderschön. Nun müssen wir aber auch noch fein ausgehen. Was ist das? Zwei Theaterkarten für heute Abend. Dankeschön. Mama Wutz geht sehr gerne ins Theater. Und Oma Wutz und ich passen so lange auf eure lieben Kinderchen auf. Was für ein super Geburtstag. Ich bin die glücklichste Mama auf der ganzen Welt. Und die allerschönste. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Picknick. Heute ist ein herrlicher Sommertag. Wie gemacht für ein richtig gutes Picknick. Papa Wutz trägt den Picknickkorb. Picknickdecke, Brot, Milch, Gurken und Limonade. Haben wir irgendwas vergessen? Mamas Erdbeerkuchen. Hab mir Spaß gemacht. Den Kuchen habe ich zuallererst eingepackt. Abfahrbereit? Jawohl! Dann geht's los! Das sieht wie ein guter Picknickplatz aus. Genieß die frische Luft. Wir sollten ein bisschen Sport treiben. Ich will essen und dann schlafen. Ich will auf gar keinen Fall Sport treiben. Vielleicht sollte Papa etwas Sport treiben, wegen seinem Dickbauch. Ich hab keinen dicken Bauch. Aber später werde ich Sport treiben, auch wenn keiner mitmacht. Essen. Gute Idee, Mama Fritz. Ich bin sehr hungrig. Köstlich. Bin ich jetzt müde. Aber wolltest du nicht Sport treiben, Papa Wutz? Später. Da ist ein Ententeich. Mama, kann ich die Enten füttern? Ja, ihr könnt ihnen die Brotreste geben. Peppa und Schorsch verfüttern ihr ganzes Brot. Mama, ich glaube, sie wollen noch mehr. Aber das Brot ist alle. Ich glaube, sie sind jetzt satt. Tut mir leid, Frau Ente, ich hab nichts mehr. Damit geben sich die Enten aber nicht zufrieden. So viel zu Papa Wutz und den Sportübungen. Was? Ihr schon wieder. Ihr habt's doch gehört. Es gibt kein Brot mehr. Mama, es gibt doch noch Erdbeertorte. Na,
Wenn davon etwas übrig bleibt, kriegen es die Enten. Alle haben Heißhunger auf den Erdbeerkuchen von Mama Wutz. Ih, eine Wespe. Ich hasse Wespen. Reg dich nicht auf, Mama Wutz. Ist ja nur eine kleine Wespe. Geh weg, du Wespe! Jetzt halt still, Mama Wutz, dann fliegt sie weg. Siehst du? Man muss nur stillhalten. Geh weg! Hau ab! Hey! Hilfe! Geh weg, du! Ich hoffe, die Wespe sticht Papa nicht. Geh weg, du widerliches Ding! Niemals! Papa Wutz rennt viel zu schnell für die Wespe. Los, kommt, wir essen, bevor die Wespe zurückkommt. Oh nein, ich hab die Enten ja ganz vergessen. Ich glaub, sie ist weg. Du hast ja gesagt, du wolltest Sport treiben, Papa Wutz. Und ich hab's dir nicht geglaubt. Glück gehabt, dass ich meinen Kuchen nicht verloren habe. Halt, Papa! Die Enten haben noch gar nichts bekommen. Oh. Ihr habt vielleicht ein Glück. Sag Danke zu Papa Wutz. Auch keine Ursache. Es wird Zeit, dass wir fahren. Sag den Enten auf Wiedersehen. Bis bald, Enten.